Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Phasest Frontier. Ah, genau, wir haben Händler, sehe ich. Stimmt, da war eben schon mal einer. Den habe ich ganz vergessen. So, was kauft er denn? Töpferware. Kohle, die behalten wir aber. Körbe behalte ich auch. Schuhe. Können wir mal ein paar von verkaufen. Töpferware können wir auch mal ein paar verkaufen. Bretter würde ich eher kaufen als verkaufen. Fisch. Nahrung brauchen wir, ne? Fisch könnten wir kaufen. Was kaufst du? Kleidung, Bier. Du kaufst Bier. Verkaufen wir. Glasware, die brauche ich. Verkaufst Fisch zu einem hohen Preis. Nö. Kein Interesse. Kein Interesse. Ich muss jetzt nur gerade mal gucken, dass wir die Sachen da hinkriegen, dass wir hier verkaufen können, bevor ich kaufen kann. So, verkaufen wir. 300, dann können wir mal ein bisschen Fisch kaufen, weil der verkauft ihn sehr günstig. Oder relativ günstig. So. Können wir noch die restlichen Schuhe hier verkaufen. Dann würde ich auch nochmal wieder Fisch kaufen. So, und dann haben wir noch Töpferware. Nochmal Fisch. So. Jetzt die letzten 11 noch. Dorfbewohner geheilt, das ist gut. So, es kommt noch ein dritter Händler. Nachdem der Handelsposten zum Handelszentrum wurde. So, da würde er auch nochmal Bier kaufen für 4. Du kaufst Bier für 4. Du kaufst Bier für 4. Was verkaufst du denn? Fleisch. Fisch ist aber immer noch günstiger, ne? Du verkaufst Fässer, okay. Ich glaube, ich würde dann hier eher nochmal Fisch kaufen, weil der kostet nur 3. Ist allerdings auch nicht so lange, andererseits brauchen wir nicht lange haltbar sein. Weil wir ja den zeitnah verbrauchen. So. Da haben wir nochmal Bier. Da kaufen wir vielleicht noch ein bisschen von seinem Fleisch hier. So. Okay. Das war's. Die Tiere werden gesünder. Halleluja. Halleluja. Jetzt haben wir wieder für 3 Monate Nahrung. Das ist schon mal gut. Das müsste hier auch bald. Es sind nur noch 8 Holzbretter. Das heißt, es ist auch in Reparatur. Ich guck mal, wie es hier aussieht. Wir haben auch nur noch 14 von 30 möglichen Arbeitern im Einsatz. Sehr schön. Also die Zahl hat sich jetzt deutlich reduziert. Es sind auch nur noch die paar Gebäude, die kaputt sind, wo sie reparieren. Und das wird aufgestockt. Das wird auch aufgestockt oder vergrößert. Jetzt kommen sie dann wieder hinterher mit dem... Und unsere Tiere erholen sich. Halleluja. Sehr schön. Das freut mich.
fehlt es noch an Glückspunkten, ne? Da kann ich aber, glaube ich, nichts dazwischen bauen, oder? Doch, könnte ich. Dann machen wir mal sowas hier hin. Da ist auch noch Platz. So. Passt da dann auch noch was dazwischen? Tatsächlich. 9 Menschen, die nehmen wir natürlich auf. Gar keine Frage. Ja, dann machen wir das hier aber gerade weg. Ja, und den machen wir hier auch gerade weg. Weil dann will ich das lieber so haben. Dass wir den da hin machen und dann kann ich den da in die Mitte? Nee. Der ist zu groß. Aber ich glaube, wir nehmen den Busch. Busch kommt dann in die Mitte. So. So, wir haben 305 Einwohner. Das heißt, wir haben auch den Punkt erreicht. Und wir haben jetzt schon 15 von 25 großen Gebäuden. Das heißt, es ist gar nicht mehr so lange, bis wir Nummer 4 haben, ne? Also Stufe 4. Und ich glaube, das ist dann die letzte Stufe. Da ist ein Haus. Da fehlt uns noch Nahrung. Töpferware und eine Kerze. So, das mit der Nahrung müsste jetzt dann aber auch langsam besser werden. Die Bäckerei ist wieder im Gange. Die arbeitet jetzt wieder. Das fehlt der hier noch. 11 Holzbretter, das sind sie also aber auch dran. Dann könnte ich eigentlich nochmal einen Sammlerhütte irgendwo hin machen, ne? Die ist dort. Das Jagdhaus, Baustelle. Dann würde ich hier vielleicht nochmal eine Sammlerhütte hinbauen. Weil hier gibt es ja auch einiges, was gesammelt werden kann. Das ist von der abgedeckt. Da ist irgendwo eine. Könnt hier noch irgendwo eine hinsetzen, ne? Machen wir vielleicht noch mal eine. So, dann kann die den Bereich nämlich abfarmen. Dorfbewohner geht es schlecht. Das ist nicht gut. Aber wir haben doch Ärzte und wir haben Krankenhäuser und wir haben Apotheken. Das ist ja das ganz Wichtige. Dass die Medizin herstellen, ne? Medizinische Wurzeln, Weide und Honig. Haben wir alles. Ah, und denen geht es immer besser. Immer besser, immer besser. Sehr schön. Ich freue mich. Ich freue mich riesig. Die würden gerne bespaßt werden. Sollen wir hier dann irgendwo ein Theater oder sowas hinbauen? Betonung liegt auf irgendwo. Da könnten wir noch eins hinmachen, ne? Annehmlichkeiten. Kneipe. Kneipe haben wir aber doch. Ja.
Kneipe haben wir. Heilkundehaus. Theater. So, da ist das dann mit abgedeckt. Okay. Dann bauen wir hier nochmal ein Theater hin. Händler reist davon. Bye bye. Mach's gut, mein lieber Händler. Das macht unsere Konservierungsstätte. Die arbeitet fleißig. Die Bäckerei läuft auch endlich wieder. Halleluja. Halleluja. Brennholz haben wir 600. Das ist zwar eine ganze Menge. Aber... das machen wir mal auf volle Stufe hier. Da haben wir schon wieder einen Kompost, den wir ausbringen können. Fügen wir mal da hinzu. Und hier haben wir doch noch irgendwo eine. Der braucht noch ein bisschen. Das Theater ist perfekt untergebracht. Hier direkt bei dem Komposter. Aber mal egal. Viehherde ist bei schlechter Gesundheit, ja. Es wird aber besser. Es wird besser. Es heilt langsam. Es war halt das große Problem. 4 neue Dorfbewohner geboren. Sehr schön. Da fehlen noch 50 Bretter. Ich habe hier irgendwo 2 Marktplätze ziemlich dicht beieinander. Kann das sein? Hier ist das große Haus. Ah, das ist Statue, das ist immer noch Baustelle. Ob ich denn hier noch einen Marktplatz... ich habe es jetzt hier gerade an den Kreisen gesehen. Das ist ein Stapelplatz. Das ist einmal der Wirkungskreis. Haben wir den gelben und den weißen. Ist der gelbe zukünftig und der weiße das, was bis jetzt noch war? Dorfbewohner an Skorbut erkrankt. Wollen wir denn die Marktplätze? Da. Marktplatz. Da kann ich den Arbeitsradius gar nicht ausrichten. Okay. Da ist der andere, okay. Der wird halt gerade verbessert. Bretter fehlen noch. Werden weniger. Es werden weniger. Attraktivität des Gebäudes. Ist aber ein normales Haus. Warum ist die Attraktivität jetzt so runtergegangen? Straße können wir mal verbessern. Die auch. Und dann die hier natürlich auch. Dass wir da so langsam aber sicher mal alles an Steinstraßen hinkriegen, ne? An
45 Bretter fehlen noch. 35 Bretter fehlen noch. Da fehlen auch noch ganz viele Bretter. Wie viele Häuser haben wir denn jetzt? 19. Das sind schon mal wieder 4 mehr. Sehr, sehr schön. So, wenn das Theater... 1000 Gold. Händler ist gerade keiner da, ne? Da müssen wir jetzt nochmal gucken, dass wir... Demnächst können wir dann verkaufen und dann auch gucken, dass die... können wir auch nochmal, weil Glaswaren brauchen wir jetzt auch deutlich mehr. Kerzenfabrik, die war hier. Können wir auch nochmal aufstücken, weil Kerzen werden jetzt auch immer mehr benötigt. Möbelwerkstatt haben wir hoch. Haben wir auf 6 aufgestockt, genau. Können wir die eigentlich auch noch vergrößern? Ne, die hat nur die eine Stufe. Die hat nur die eine Stufe. Töpferei könnten wir nochmal Leute einstellen. Da fehlt es noch an 10 Holzbrettern. Ja, sind schon zur Hälfte wieder fit. Bin ja mega froh, dass die nicht gestorben sind. Das macht schon, also das macht mich schon einfach unglaublich glücklich. Wir arbeiten nur mit voller Kraft, oder? Ja. Okay, wir haben halt nicht viele, viele Bäume. Das sollten wir vielleicht mal noch ändern. Dass wir da wieder ordentlich Material kriegen. Weil ohne Material keine Dings. Den könnten wir eigentlich mal priorisieren, dass der fertig wird. Weil dann ist der, glaube ich, auch wieder glücklicher. Über die Hälfte. Ja. Ich freue mich so. Heilkunde behandelt Dorfbewohner wegen ihrer Krankheit. 1 von 30 Betten belegt. Und hier ist, glaube ich, unbelegt, ne? Ja, wir haben gerade keine Patienten, aber das ist ja okay. Da haben wir auch was, was wir ausbringen können. 6%. Dann kommt der Kompost mal dahin. Der hier braucht, glaube ich, noch 84%, ja. Wird. Wird, wird. Ah, du machst die Straße weiter. Auch schön. Wie viel haben wir denn? 12 sind aktuell als, also hier oben... Da sieht man... Ne, 31? 31 ist einer zu viel. 13. Springt ein bisschen, ne? Aber da kann ich halt einstellen, wie viel sind maximal als Arbeiter tätig. 2 neue Dorfbewohner, 4 neue geboren. Sehr, sehr schön. Da müssen wir auch bald wieder Häuser bauen. Sehr bald. Da können wir eigentlich auch ordentlich abholzen. Ist auch kein Fehler. Das macht meine
Sammlerhütte, da ist er doch. Du sammelst du mal hauptsächlich in dem Bereich hier. Und jetzt wird Winter, da sammelst du eh nicht mehr. Da ist priorisiert, da sind Ratten, die gehören da eigentlich nicht hin. Das wurde aufgegeben. Kann nicht repariert werden. Ich kann es aber verschieben. Hilft das was, wenn ich das verschiebe? Jetzt gucken wir jetzt mal, ob das dann besser wird. Also ob das dann quasi wieder repariert ist. Ich meine, ich hätte irgendwas gelesen, dass das ginge. Wenn man Gebäude verschiebt, dass die dann repariert werden. Da passt die Attraktivität noch. Wir gucken mal. Wenn es drüben aufgebaut ist, dann sehen wir es. Und ihr seht es dann natürlich in der nächsten Folge. Ich sage jetzt vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns in der nächsten Folge dann wieder, ne? In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen und tschüss. Bis zum nächsten Mal.